Das Seven-Schiff MS Sonnenkönigin machte seinem Namen bei der Miss Fallberg Gala 2017 alle Ehre. Bereits zum zweiten Mal wurde die Wahl der schönsten Ländledame direkt im Hafen in Bregenz ausgetragen. Das Seven-Schiff MS Sonnenkönigin platzte aus allen Nähten. Die 52. Miss Fallberg-Wahl sorgte für ein volles Haus und beste Stimmung auf dem Bodensee. Dafür sorgten in erster Linie die neun bildhübschen Kandidatinnen. Sie alle zeigten sich von ihrer besten Seite und machten der achtköpfigen Jury, angeführt von Musiker und Entertainer Ross Anthony, die Bewertung alles andere als einfach. Vier Wertungsdurchgänge standen am Galaabend auf dem Programm. Natürlich mit dabei der Auftritt im klassischen Dirndl. Verführerische Unterwäsche à la Shades of Grey brachte auch einen Hauch von Hollywood direkt an den Bodensee. Ebenfalls zeigten sich die neuen hübschen Mädels in der Fashion-Abendrobe von Klaus Theiler. Die Jury konnte sich also ein ausgiebiges Bild der Kandidatinnen machen und zeigte sich vom Auftritt der Misswahl-Kandidatinnen sehr angetan. Es gefällt mir wirklich sehr. Es ist schwer für mich zu entscheiden, weil alle Mädels haben wirklich tolle Qualitäten. Aber ich bekomme Hilfe natürlich. Habt ihr schon eine Favoritin? Ja, ich habe mehrere. Ich würde die alle gekrönen, wenn ich konnte. Aber das Schönste ist, guck mal, das Party hier ist eine super Atmosphäre. Die Leute genießen das. Wir haben schön gegessen, schön getrunken und wir schauen ganz tolle, schöne Mädels an. Ja, schwierig zu sagen. Die Mädels machen sie wirklich alle super, alle top. Ich finde sie einfach atemberaubend und ich bin gespannt, wer es wird. Kurz vor 23 Uhr dann der finale Showdown. Die Spannung lag in der Luft, das Kribbeln der Kandidatinnen deutlich spürbar und kaum mehr zu überbieten. Die neue Miss Vorarlberg 2017. Unsere Nummer 7, Sophie! Die neue Miss Vorarlberg heißt also Sophia, ist 18 Jahre jung und wohnt in Hohenems. Sophie, herzlichen Glückwunsch, Gratulation. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich bin wirklich überwältigt. Ich hätte es nie erwartet, dass jetzt Miss wird. Bei deiner vielen schönen Kandidatin. Das ist, ja, es ist schon ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Hast du damit gerechnet? Nein, eigentlich wirklich gar nicht, weil wir haben hier so viele tolle Kandidatinnen dabei und wir waren so eine nette Truppe und ich hätte so jeder gönnt. Drum, es war so ein spannendes Rennen, glaube ich. Du hast vorher abschließend etwas ganz Nettes gesagt. Du hast gesagt, ich glaube, ich habe gewonnen, weil ich so natürlich war. Das hat man dir auch abgekauft. Jetzt geht es natürlich einen Schritt weiter zur Miss Austria-Wahl. Da wirst du wahrscheinlich noch mal eine Schippe zulegen müssen. Beginnt jetzt gleich schon die Probe für die Miss Austria-Wahl? Ja, ich glaube, am 8. beginnt sie schon. Da ist schon eine Vorbereitung oder eine Vorbereitungswoche oder wie ein Bootcamp. Und ja, da bin ich schon gespannt drauf, wirklich. Alles in allem, also auch in diesem Jahr wieder ein gelungener Galaabend der Missen. Die Miss Vorarlberg Sophia und die zweitplatzierte Jennifer werden das Lände dann im Juni bei der Miss Austria-Wahl im Casino Baden vertreten.